Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Bikepark Olpe. Im Bikepark Hoi sind wir mal wieder. Das erste Mal diese Saison. Wir dachten uns, heute ist bestimmt nicht so voll. Aber es lag auch ein bisschen daran, dass wir ein bisschen verschlafen haben, weil eigentlich wollten wir nach Willingen. Ja, wir fahren heute im Bikepark OE eine Runde, testen das YT2s. Ich bin sehr, sehr müde heute, deswegen wird es bei mir heute ein bisschen ruhiger. Aber ich bin natürlich auch schon ewig nicht mehr mein Norco gefahren. Hier das gute Stück im Hintergrund. Und ich freue mich trotzdem, eine Runde DH-Bike zu fahren, weil das ist jetzt auch schon wieder ewig her, weil wir hatten ja Winter. Und ich bin auch sehr gespannt, wie der neue Shape hier ist jetzt in Olpe. Ich habe ja schon den einen oder anderen Sprung an der Brücke gesehen. Das sah schon ein bisschen kritisch aus manchmal, weil er doch ja sehr, sehr steiler Absprung geworden ist. Ja, wir gucken mal, wie es läuft, machen uns jetzt ready und dann geht's los. Also ich war ja tatsächlich eigentlich jetzt schon richtig oft hier und habe auch viel hier gelernt an dem Spot. Aber wenn man das erste Mal im Jahr in den Bikepark fährt, irgendwie ist man da nervös. Ich weiß auch nicht. Also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich da immer ein bisschen nervös bin. Außerdem teste ich gerade hier das erste Mal neue Knieschoner. Nachdem die in Willingen auf dem Sturz so verrutscht sind, dass mein Knie trotzdem demoliert war. Und dickere Ellbogenschoner, also alles so ein bisschen Upgrade, eine Nummer sicherer. Ja, wir sind jetzt soweit ready, haben jetzt so Bike-Setup groß gemacht. Ich denke, wir werden noch ein, zwei Mal wahrscheinlich hin müssen zum Auto, Dämpferpumpe und so weiter benutzen, um das Fahrwerk so schlussendlich gut abzustimmen. Ja, und sagen, wir machen uns jetzt schlussendlich ready und dann geht's los auf die Trails. So, allererste Abfahrt. Ja, ich bin aufgeregt. Du fährst vor. Habe ich heute vergessen, die Brille anzuziehen. Runter, Tickets holen. Sondern auch Cartoons noch, das ist schon mal eine gute Sache. Erste Liftauffahrt, Leute. Schön, wieder mal in Olpe zu sein. Irgendwie ist das doch immer noch so ein, weiß nicht, so ein Spot, wo ich einfach gerne bin. Bin echt ganz froh, dass wir heute nicht nach Willingen gefahren sind. Weil hier ist einfach jetzt ein bisschen entspannter. Haben jetzt ein Nachmittagsticket geholt. Gibt es ja seit diesem Jahr, nee, seit letztem Jahr gibt es Nachmittagstickets und Vormittagstickets. Und meistens taugt uns das auch, also langt uns das auch. Wir haben jetzt 13.48 Uhr, jetzt haben wir noch über drei Stunden Lift, das passt. Ja, wir fahren mal hoch, ich bin gespannt. Michi meinte gerade auf der ersten Abfahrt, dass das Fahrwerk sich so stiff anfühlt. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, entspannt auf die Downhill einfach mal. Die ganzen Stufen jetzt ein bisschen einfacher umfahren. Hier auch. Ja,
auf die Freeride hier. Da muss man noch mal sich ein bisschen neu antasten. Gott. Eigentlich glaube ich, am besten springen. Wenn die ganzen Bäume hier weg sind. Knallt hier der Wind auch noch rein. Aber wir haben vergessen, die Brille anzuziehen. Nee, du kannst nicht mal am Downhill fahren. Es sind halt so ein paar Querwurzeln und sowas drauf. Ja, aber ist ja jetzt nicht nass, oder? Das weiß ich nicht. Ich meine, ich bin das auch schon bei Nässe gefahren. Okay, bereit? Ja. Michi ist noch da. Oh,
So Leute, wir sind am Ende des Tages angelangt. Wir waren ja leider erst relativ spät hier, aber konnten doch so die ein oder andere Abfahrt machen. Ich wollte es ja eh heute ruhig angehen lassen und die Michi sollte eigentlich nur mal das Tues fahren. Aber trotzdem war mega geil, das erste Mal wieder im Bikepark Hue zu sein. Ich bin immer gerne hier, mir macht es immer mega Bock und ich freue mich schon auf die Sommerabende, wenn auch Marc, Steve und alle anderen mit dabei sind. Also das wird auf jeden Fall gut. Aber jetzt reden wir erstmal über das, heißt es jetzt eigentlich Tues oder Tues? Ich sag Tues. Tues? Weil Tues. Ja, Tues. Ja, also ich bin ja der Michi hauptsächlich heute den ganzen Tag hinterher gefahren und ich fand eigentlich, das sah ganz souverän aus. Wie hat es sich angefühlt? Das ist eine schwierige Sache. Also ist jetzt schwer zu sagen, also generell bin ich noch nicht 100% gesund. Das heißt, man ist eh ein bisschen schwächer unterwegs. Ich habe mich also nicht so richtig wohl gefühlt, im Bikepark zu fahren. War auch eine große Umstellung für mich, jetzt vom Rise, von dem Trailbike aus, auf den Downhiller zu steigen. Aber an für sich hat sich das Fahrrad gut angefühlt. Ich glaube allerdings, wäre ich jetzt ein bisschen fitter gewesen, hätte ich einfach mehr Spaß gehabt, weil ich habe jetzt gegen Ende ziemlich viele blöde Fehler gemacht, die man, wenn man halt konzentriert ist, nicht machen würde. Und ja, das ist jetzt für mich so das Zeichen, erstmal Pause zu machen. Vielleicht drehen wir gleich nochmal eine Runde, wenn wir wieder gekräftigt sind. Deswegen würde ich jetzt eigentlich noch gar kein Fazit abgeben können, sondern fahre einfach noch ein bisschen weiter. Ja, ich finde immer, das ist ein super wichtiges Thema. Gerade wenn am Anfang die Saison losgeht, dann ist man ja voll heiß auf Mountainbiken. Jetzt hatten wir dieses Wochenende auch mega gutes Wetter. Ihr seht, ich sitze hier im T-Shirt und habe eine kurze Hose an. Und dann will man natürlich immer so viele Laps wie möglich fahren, aber ist vielleicht noch gar nicht so fit wie am Ende der letzten Saison. Und dann darf man es auf keinen Fall übertreiben, weil dann ist die Saison schneller vielleicht vorbei oder zumindest um die Hälfte verkürzt, als einem lieb ist. Deswegen hört auf euren Körper. Wenn ihr noch nicht richtig fit seid, euch noch nicht so richtig wohlfühlt oder einfach sagt so, hey, ich habe jetzt nur 2-3 Runden gemacht, aber irgendwie bin ich heute platt, heute ist nicht mein Tag, dann ist egal, ob ihr Geld ausgegeben habt fürs Ticket, finde ich, dann die Gesundheit ist einfach wichtiger. Dann hört einfach lieber auf zu fahren und geht in die Skihütte und trinkt euch was und habt so einfach noch einen entspannten Tag und ja, erzwingt es nicht, dass ihr ja irgendwie am Ende dann einen dummen Fahrfehler macht und stürzt. Dafür ist der Sport einfach zu gefährlich. Ja, also bei mir war das jetzt auch gerade irgendwie so eine Negativspirale, das habe ich richtig gemerkt. Das fing an mit dem Lift, da habe ich zu kämpfen gehabt. Ich kam oben nicht richtig raus mit dem T-Stück und bin dann einmal auf die Nase gefallen. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich dann schon so richtig negativ geladen war eigentlich. Und dann beim Fahren habe ich gemerkt, immer wenn ich einen Fahrfehler gemacht habe, weil ich da nicht ganz bei der Sache war, hat mich das noch mehr aufgeregt. Und ich habe mich dann so sehr über mich geärgert, dass ich gemerkt habe, ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr weiterfahren, weil ich mich nur am Ärgern. So. Ja, das ist auch so eine Schwierigkeit. Also ich kann das immer schnell abhaken tatsächlich, auch wenn ich irgendwie, also es gibt ja so viele Dinger, ne? Nehmen wir mal mein Case auf der Think Bold beim Road Gap, wo ich voll reingecased bin und dann trotzdem die Line einfach zu Ende gefahren bin, so, weil ich kann das dann während dem Fahren relativ schnell abhaken und versuche mich dann immer so wieder auf die Basics zu fokussieren und dann das halt richtig zu machen. Aber nichtsdestotrotz ist einfach, ja, wenn man hat auch einfach mal, kann auch einfach mal einen schlechten Tag haben und dann lässt man es besser sein, als es zu erzwingen, finde ich. Und dann chillt man hier lieber noch so ein bisschen. Mal gucken, vielleicht drehen wir später dann noch ohne Kamera die eine oder andere Runde. Aber ja, ich denke mal, finales Feedback geben wir dann, wenn wir vielleicht mal die Downhill in Willingen gefahren sind oder sowas. Ja, wenn ich einfach mal wirklich einen ganzen Tag lang mit dem Fahrrad gefahren bin und das komplett testen konnte. Weil jetzt waren das ja wie viele Abfahrten? 4, 5. 4, 5, ja. Und dann brauche ich, brauche immer voll lange, um mich einzufahren. Und dann kann ich ja erst sagen, wenn ich dann warm gefahren bin, wie das jetzt so richtig ist. Deswegen machen wir das einfach mal ein andermal. Ja, ich brauche immer in Olpe gar keine Zeit, mich einzufahren. Das geht für mich immer sofort. Das fühlt sich immer an wie ein bisschen wie Hometrail fahren. Obwohl ja auch viel neuer Shape jetzt da ist. Ne? Viel wurde neu gemacht. Die Drop-Batterie ist zum Beispiel gerade noch in Arbeit. Und es verändert sich gerade auch wieder viel im Park.
Und da muss man halt sich immer wieder ein bisschen neu drauf einstellen. Finde ich aber gar nicht schlimm, weil dann hat man jede Saison eigentlich wieder was Neues, was man lernen kann. Und der Park wird nie langweilig. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Vor allem, weil die Strecken halt kurz sind, kann man auch die Strecken sehr, sehr schnell lernen dann. Und man kann sich dann, wenn man sich zum Beispiel so ein Parkticket holt, dann noch nach der, wenn der Lift aus ist, vielleicht eine Runde drehen und sich die Sprünge nochmal erarbeiten. So, das ist einfach... das Ganze einem nicht zu viel Druck macht, wenn viel los ist im Park. Ne? Das ist auch immer so eine Sache. Und dann weiß man beim nächsten Besuch Bescheid. Ja, wir lassen uns jetzt noch gut gehen. Ich wünsche euch, wie auch immer ihr gerade seid, einen schönen Tag, schönen Abend. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö, sagt der Fabio Schäfer immer. Ne? Ja, tschö, tschö. Ciao, ciao, sagt Leo Kast. Leo Kast sagt ciao, ciao. Ciao, ciao. Und du sagst immer? Ich sag auch ciao, ciao. Tschüssikowski. Nee, Tschüssikowski sag ich nie. Ich sag, wenn, sag ich auch ciao, ciao. Nee, was gibt's noch? Alles cool. See you later.